Welche Rolle spielen digitale Methoden heutzutage in den Geisteswissenschaften und im Umgang mit Sprach- und Textdateien? Digitale Methoden spielen inzwischen eine große Rolle in den Geisteswissenschaften und auch in der Sprachforschung. Und zwar haben digitale Methoden Einzug gehalten eigentlich auf allen Verarbeitungsebenen. Das geht von der Digitalisierung und Speicherung der Rohformate über die Anreicherung und Verarbeitung bis hin zur Darstellung der Daten. Und unter digitalen Methoden kann man in dem Sinne alle Verfahren verstehen, die den Computer in irgendeiner Weise zum Einsatz bringen bei der Interaktion mit Objekten der Geisteswissenschaften oder auch der Sprachforschung. Wie lässt sich der starke Zuwachs digitaler Ansätze erklären? Ja, also der enorme Zuwachs an der Verwendung von digitalen Verfahren, den zu erklären, da kann man eigentlich zwei Hauptgründe angeben. Also auf der einen Seite haben sich die technologischen Möglichkeiten stark weiterentwickelt und die digitalen Verfahren haben auch an Qualität gewonnen. Also man kann inzwischen viel mehr machen mit digitalen Verfahren und auch die Qualität der Resultate von automatischen Verarbeitungsschritten ist deutlich angestiegen. Auf der anderen Seite ist auch die Menge an digitalen Daten, die wir zur Verfügung haben, sehr viel größer geworden. Also inzwischen haben wir enorme Datenmengen und auch die Präsenz der Digitalität ist viel stärker. Das heißt, es wird auch eigentlich von Kunden oder Abnehmern inzwischen erwartet, dass Daten digital vorhanden sind. Es sind sehr viele Daten digital vorhanden und dadurch besteht der Bedarf, dass man die Daten auch verarbeitet, weil man kann nicht mehr Millionen Seiten von Büchern per Hand bearbeiten. In welchen Disziplinen sind diese Methoden angesiedelt und seit wann gibt es sie? Ja, also in dem Bereich, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, mit historischen Zeitungen, sind vor allem drei Disziplinen besonders interessant. Das sind zum einen die digitalen Geisteswissenschaften, dann auch die Computerlinguistik und eng damit verwandt die automatische Sprachverarbeitung. Und diese drei Disziplinen sind keineswegs neu oder besonders jung, wie man vielleicht meinen möchte, sondern die existieren seit den 50er, 60er Jahren, haben die ihre Anfänge. Und damals waren das noch eher Nischen-Forschungstätigkeiten oder Forschungsbereiche, die sich ausgewachsen haben in den letzten Jahren. Und das ist eigentlich erst in den letzten 10 bis 20 Jahren, dass das in der Öffentlichkeit auch angekommen ist und dass ein Bewusstsein dafür besteht, was computerlinguistische Methoden können oder überhaupt was Computerlinguistik ist. Wer arbeitet in diesen Bereichen und was sind typische Forschungsfragestellungen? Also die drei Bereiche haben alle gemeinsam, dass sie alle drei interdisziplinär aufgestellt sind und entsprechend sind auch die Experten, die an diesen Forschungstätigkeiten arbeiten, interdisziplinär ausgerichtet. Wir können aber häufig beobachten, dass die Experten aus der einen oder anderen Richtung kommen, weil in der Interdisziplinarität verbinden wir hier zwei Bereiche, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben auf der einen Seite den technischen, computergesteuerten, mathematischen Bereich und auf der anderen Seite den geisteswissenschaftlich, kulturwissenschaftlich ausgerichteten Bereich. Und oft sind Experten, haben ihre Karriere in einem der Bereiche begonnen, zum Beispiel sind es Historiker oder jemand, der eine klassische philologische Ausbildung hat, und dann im Laufe seines Arbeitslebens feststellt, dass digitale Methoden enorm hilfreich sein können für seine Tätigkeiten und dann eigentlich in den Bereich der digitalen Geisteswissenschaften zum Beispiel rüberwechselt, indem er sich Methoden speziell aneignet. Und genauso sehen wir den gegenteiligen Fall, dass jemand ein Informatikstudium abgelegt hat, programmieren kann und sich beginnt für geisteswissenschaftliche Fragestellungen zu interessieren und sich dann auch in dieses Thema einzuarbeiten. Und typische Anwendungsbereiche, ja, für die Computerlinguistik eigentlich alles, auf welche Weise man automatisch mit Computern Text verarbeiten kann. Das kann sein automatische Zuweisung von Satzstruktur, das kann sein automatische Klassifizierung von verschiedenen Texten in verschiedene Themenbereiche. Und in der Kulturwissenschaft und in den Geisteswissenschaften sind es mehr inhaltliche Fragestellungen, zum Beispiel: Wie war die Rolle der Frau Anfang des 19. Jahrhunderts? Können wir hierfür rausfinden, was waren typische Berufe? Wie wurde über Frauen berichtet? Das sind zum Beispiel Fragestellungen, die man mithilfe von originalen Textbelegen an historischen Zeitungen zum Beispiel untersuchen kann. Denken Sie,
dass ein Computer den Menschen langfristig in seiner Forschungsarbeit ersetzen kann? Das ist eine interessante Frage. Das ist auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Und meine Antwort ist ein klares Nein. Also der Computer wird den Menschen nicht auf ganzer Linie ablösen. Das liegt daran, dass der Mensch einfach sehr viel umfassendere Kapazitäten hat. Also ein Computer ist sehr leistungsstark und sehr effizient bei der Verarbeitung von allen mathematischen oder klar strukturierbaren Prozessen, während der Mensch die Stärke hat, verschiedene Informationen zu integrieren, kreativ zu sein und Weltwissen mit regelbasiertem Wissen in Einklang zu bringen. Zum Beispiel ganz interessant ist, dass in der Computerlinguistik ist ein Thema, was ganz schwer zu bearbeiten ist, ist sowas wie Humor. Für einen Mensch ist Humor verständlich, Ironie kann man sofort verstehen. Aber für einen Computer ist ein Satz zum Beispiel oder auch eine Redewendung wie er ist nicht auf den Kopf gefallen, das wird der Computer auflösen als ein Mensch kippt um und stößt sich den Kopf, während wir verstehen sofort, dass es sprichwörtlich gemeint ist. Das heißt, in diesen Bereichen wird der Mensch immer stark bleiben und ist der Mensch viel stärker als der Computer. Und so denke ich, also ich habe keineswegs eine pessimistische Perspektive für die Weiterentwicklung von digitalen Methoden. Ganz im Gegenteil, digitale Methoden werden stärker werden, es werden immer bessere Ergebnisse dabei rauskommen. Aber Technologie und der Computer wird seine Rolle behalten als unterstützendes Medium, als Werkzeug und als Beitrag, Prozesse effizienter zu gestalten, bei denen der Mensch aber den letzten Schritt von der Analyse wird machen müssen und die Schlussfolgerung ziehen. Und das ist auch gut so.